Die Grünen haben nun einen Wahlwerbespot für die Wahl am 26. September vorgestellt mit einer Neufassung des Volksliedes Kein schöner Land. Ja, da fragt man sich schon, wo die Grünen damit hinwollen, denn das hat natürlich auch schon zu Reaktionen geführt. Aber gucken Sie sich den Spot mal selbst an. Ohne Fax geht so viel mehr. Bildung und Löhne endlich fair. Die richtigen Sachen, lass sie uns machen. Oh yeah. Es gibt so viel, das uns vereint. Denn ja, auch du bist hier gemeint. Jetzt alles geben. Den Aufbruch leben. Wir sind bereit. Ja, darüber will ich sprechen mit Michael Kellner. Er ist der Bundesgeschäftsführer der Grünen. Herr Kellner, ich muss mal fragen, ein altes Volkslied als Wahlwerbespot für 2021? Das müssen Sie mal erklären. Ja, ich entschuldige mich bei allen, die jetzt einen Ohrwurm haben. Ja, ein tolles Lied. Und ehrlich gesagt, uns ist ja mit diesem Spot gelungen, die Twitter-Blase zu sprengen. Das hat Aufmerksamkeit geschaffen. Und ich finde, er präsentiert eine optimistische Version, eine Rundreise durch Deutschland, wie wir uns das Land vorstellen. Aber Sie haben gesagt, und Sie haben auch vollkommen recht, Twitter, das ist abgegangen wie eine Kanone, Ihr Spot. Aber die jungen Wähler vor allen Dingen, die haben sich darüber aufgeregt und gefragt, sag mal, ist das jetzt ein Spot für die über 60-Jährigen? Also das ist ja auch keine positive Kritik. Naja, wir wollen ja Menschen aller Altersgruppen erreichen und wir wollen auch natürlich Menschen mit Ü60 erreichen. Und das ist ja ein Fernsehspot für ARD und ZDF, wenn ich das hier sagen darf. Ja, ja, danke schön. Und ehrlich gesagt, es gab auch viele Twitter-Nutzer, die dann geschrieben, ja, ich habe diesen Spot meiner Tante, meinem Onkel, meinen Großeltern gezeigt und begeisterte Reaktionen bekommen. Also auch das finden sie auf Twitter. Das scheint also zu funktionieren. Wenn wir also jetzt auf die Umfragen schauen, es wird immer enger zwischen der Union, zwischen der SPD, aber auch die Grünen spielen natürlich eine wichtige Rolle. Also wenn Sie das jetzt so werten, die SPD mal wieder vor der Union, zeichnet sich tatsächlich die Möglichkeit ab, dass es ein Regierungsbündnis Rot-Grün-Rot geben könnte? Oder denken Sie im Moment gar nicht daran? Aber wie schätzen Sie das ein? Na, ich finde, wenn man sich die Lage mal anschaut, dann sieht man zwei Sachen. Die Union hat ihren Führungsanspruch, das Land anzuführen, verloren. In diesem Wahlkampf, das sieht man sehr deutlich. Und wir sehen eine zweite Tendenz sehr, sehr deutlich. Wir sehen das Ende der klassischen Volksparteien. Das hat sich ja lange abgezeichnet. Jetzt sieht man es eben auch bei der Union. Und wir sehen Parteien, uns, Union, SPD, die um die 20% herum kämpfen. Das ist eine ganz neue Situation, eine ganz neue Dynamik, so wie wir es noch nie in einem bundesdeutschen Wahlkampf hatten. Wir haben jetzt knapp noch 4 Wochen Zeit bis zur Bundestagswahl. Und ein Thema wird sicherlich auch eine große Rolle spielen, Herr Kellner, da müssen wir reden. Das ist Afghanistan. Heute 12 Uhr die Regierungserklärung der Kanzlerin. Was erwarten Sie konkret von der Regierungschefin? Also erstmal, ich erwarte von ihr, dass sie Verantwortung für diese Regierung übernimmt, die Regierung gemeinsam aufklärt, wie es zu diesem ja wirklichen Versagen kommen konnte. Wir haben ja seit Monaten, seit Jahren darüber geredet, dass die Ortskräfte gerettet werden müssen. Wir fordern jetzt auch auf, dass es einen Untersuchungsausschuss geben soll, dass es eben nicht wieder, was wir schon in der Vergangenheit ein paar Mal erlebt haben, irgendwelche SMS gelöscht werden, Akten geschreddert werden, sondern dass es eine Aufklärung gibt, dass auch eine Konsequenz gezogen werden. Aber ehrlicherweise, ich bin auch erschüttert, dass wir jetzt sehen, dass dieser Einsatz enden soll. Und es sind immer noch ganz viele Menschen in Leib und Leben bedroht. Hat Sie das eigentlich überrascht, dass wir heute Morgen durch Business Insider erfahren haben, dass am Freitag bereits Schluss sein soll? Die Bild-Zeitung meldet jetzt am Wochenende, also noch wesentlich früher als eigentlich die Amerikaner am kommenden Dienstag abziehen. Und dass das jetzt wieder so gesteckt worden ist und dass Sie als Parlamentarier nicht informiert worden sind darüber? Ja, das finde ich merkwürdig. Das finde ich auch keinen richtigen Umgang mit dem Parlament. Ich will aber auch noch mal sagen, ich hätte mir gewünscht, es gab ja gestern den G7-Sondergipfel zu Afghanistan, ich hätte mir gewünscht, dass diese Evakuierungsmission, diese Mission der Menschlichkeit, dass die verlängert wird und nicht vorzeitig beendet. Wenn wir heute auch die Ausschusssitzungen, Auswärtiger Ausschuss, Verteidigungsausschuss, dann die Bundeskanzlerin hören werden. Wo stehen wir bei diesem Afghanistan-Debakel? Sie haben gesagt, ein Untersuchungsausschuss muss kommen. Rücktritte wahrscheinlich jetzt vor der Wahl sind nicht mehr möglich oder nicht mehr nötig. Es muss aufgearbeitet werden. Was müssen wir aus diesem Afghanistan-Debakel lernen? Also
Einmal müssen wir lernen, dass wir mit Leuten, die wir zusammenarbeiten, die uns vertrauen, dass wir sie nicht im Stich lassen. Ich glaube, das richtet wahnsinnigen Schaden an, auch in dem Ansehen, nicht nur Deutschland, sondern der ganzen internationalen Gemeinschaft, die sich in Afghanistan engagiert hat. Und ein zweiter Punkt ist, tatsächlich brauchen wir nochmal eine unabhängige Evaluierung des gesamten Einsatzes Afghanistans. Was ist da alles schiefgelaufen? Weil gemessen an den Zielen, die wir da hatten, sind wir ja nun deutlich gescheitert. Herr Kellner, Ihr Parteifreund, der grünen Europaabgeordnete Erik Marquardt, der spricht jetzt davon, dass man private Charterflieger nach dem Ende der US-Mission, nach dem Ende der Briten, die abgezogen sind, nach Ende der Deutschen, nach Afghanistan schicken muss. Aber dann müsste man doch einen Deal mit den Taliban eingehen. Also wie stehen Sie dazu? Ist das tatsächlich auch eine Linie, die Grünen als Bundespartei mitfahren würden? Private Rettungsdienste nach Afghanistan? Das ist doch brandgefährlich. Nun, es gibt ja eine lange Tradition von privater Rettung. Ich erinnere Vietnam, also die Boat People damals auch diese Rettung. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass auch eine Zivilgesellschaft nichts unversucht gelassen wird, Menschen zu helfen und zu retten, wiewohl ich das als Hauptaufgabe für staatliches Handeln sehe. Aber wenn ich sehe, wie da die Bundesregierung versagt, in Afghanistan, ja oft übrigens auch bei der Seenotrettung im Mittelmeer, dann bin ich froh, wenn es so Initiativen wie Luftbrücke oder Seebrücke gibt. Die Lage für die Frauen, wie werten Sie die in Afghanistan? Das ist doch schlimm, was da passiert. Dass die Frauen kaum noch arbeiten können, sich nicht mehr auf die Straßen trauen. Also wie werten Sie das, dass die Taliban sagen, na, sie können ja dann wieder arbeiten, wenn sich die Lage beruhigt hat. Aber die Frauen sind doch in Afghanistan die großen Verliererinnen, oder? Ja, die Frauen, die Menschenrechtsverteidigerinnen, sie alle sind die großen Verliererinnen. Und sie werden jetzt eben im Stich gelassen. Und das ist wirklich ganz, ganz bitter.